Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zum Verrecken-Tutorial hier auf meinem Kanal, nein, zu The Evil Within, wobei Verrecken ist hier das meiste, was wir tun. Ja, wir gehen es weiter an, ne? Wir können nicht mehr in den Safe-Raum derweil, weil der Spiegel ist kaputt und ich habe noch keinen neuen gefunden. So, ich hau hier mal ab. Na, ich hau hier ab. Rauf da. So. Und probiere hier schon mal mein Bestes. Indem wir mal die Schrot nehmen. Ich sie mal zack, zack. Obwohl eigentlich könnte man zuerst draufhauen, ne? Aha, das geht auch. Verrecken da echt? Ich find's gerade lustig. Okay, es geht doch ein bisschen Aspekte gibt's doch von Resident Evil. Also Leiter, also man konnte dort die Leiter umschupfen. Da bin ich sehr froh, dass das hier mir die Gegner verletzen kann. Irgendwann werden sie auch verrecken, so kann man super Munition sparen. Ah, wie schlimm. Der eine ist nämlich schon abgenippelt, die anderen tun es nur ein bisschen schwer damit. Aber wie kriegt das schon hin? Immer schön auf die Fresse hauen, jawohl. So ist richtig. Irgendwann verreckt er schon. Ich glaube, der ist jetzt auch hin. Na, doch noch nicht. Schade. Aber es kann ja nur werden. Lustig ausschauen tut es auf jeden Fall. Die halten ganz schön viel aus, ne? Ein Haufen von Priester. Ich glaube, der eine ist jetzt am endgültig verreckt, oder? Na bitte. Ich glaube, der ist auch hin. Schön. Na? Der steht nochmal auf. Der ist hartnäckig. Der hat einen Dickschädel. Komm her, du Krüppel. Ja, komm nur. Jawohl! Ih, wie schaut denn das aus? Der baumelt! Pfui! Er baumelt! Ein bisschen pfui. So, ich hätte gern die Fackel. Und ich hätte gern das da. Super. Gut, voll. Was könnten wir denn nachladen? Das ist voll, da könnten wir was machen. Einmal nachladen bitte. Geht das? Achso, da haben wir nichts gemacht. Hoppala. Entschuldigung, mein Fehler. Hier können wir nachladen, glaube ich. So. Sehr gut. Die Fackel nehmen wir und das nehmen wir auch. Super. Am besten wird das abzuverheizen, ne? Die da. Vielleicht. Naja, egal. Einmal knusprig, bitte. Was haben wir denn hier drin? Boah, ich sollte vielleicht nicht so schnell laufen. Ja, dass es sich hier noch um eine Falle handelt. Was haben wir da bekommen? Ich glaube, das waren die hier, ne? Sehr gut. Nehmen wir mit. Voll, voll, voll. Einmal grün. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Super. So, dann das nächste Räumchen, ne?
Geht das schon? Aha, das hat einen eigenen. Oder wie? Aha, muss ich wieder einschalten. Das könnte sein, dass ich das wieder einschalten muss. Okay. Dann laufen wir ein Stück. Also warte. Eigentlich. Hier rüber geht nicht, ne? Darüber geht's. Müsste man vielleicht gar nicht oben drüber laufen. Wird vielleicht auch so gehen. Weil kaputt gemacht haben wir das ja schon. Da kann uns ja normal nichts passieren mehr. Jawohl, der ist ausgeschalten. Alles klar. Ah, der ist generell. Ach, wie blöd ist das denn? Das ist jetzt echt doof. Ich dachte, den kann ich wieder einschalten. Nein, dem sieht nicht so aus. Echt fies. Was haben wir denn hier noch? Eine Flasche. Und sonst nur eine Axt, ne? Aber die lasse ich dabei. Haben wir eh die Fackel. Na gut, dann müssen wir auf die andere Seite oder wie? Darüber rüber. Was mit dem da ist, weiß auch keiner, ne? Ah, jetzt ist er offen. Jetzt ist er offen. Alles klar. Dann würde ich sagen, einmal Scharfschützen. Ui. So. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott. Na, laufen. Kann ich da hoch? Den muss ich jetzt so besiegen. Die wollen mich doch bestimmt alle zusammen. Ganz ruhig. Das, ich wollte gerade weglaufen. Ich wollte gerade weglaufen und ihn mit F mal in den Rücken hauen, damit er mal brennt eine Zeit lang, ne? Bester Deppert. Dieses Spiel. Warte. Nachgeladen, nachgeladen. So gut es geht, mehr haben wir nicht. Fangen wir vielleicht mal mit dem an. Oder? Na. Die Fackel mitnehmen wäre besser. Boah, ich hasse es. So, nächstes. Hey, der hat mich nicht mal getroffen. Das ist lächerlich. Der hat mich nicht mal getroffen, die Sau da. Echt, Entschuldigung. Alter Schwede. Okay. Okay. Gut. Ist mir wurscht. Ich werde so verrecken. Wieso darf er denn so wilden da? Ich kann mich nicht mal verstecken, gescheit. Soll ich da jetzt immer vor dem Kreis laufen?
Also Scharfschützengewehr ist auch nicht gerade das Beste. Vielleicht macht es recht viel Schaden, aber puh. Boah, ey. Boah, ey, was? Kann ich hier rauf? Na, nie im Leben. Boah, das wird dauern. Ich habe ihn angezündet. Ich habe ihn angezündet mit Feuer. Also ich glaube, wenn ich den besiegt habe, ist genug für heute. Dann haben wir, glaube ich, kann man das sagen, zwei Bosse erledigt. Jetzt falle ich da bald runter, ey. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Okay, weit laufen. Scharfschützengewehr, ganz schlecht, das tun wir gleich weg, das braucht man nicht. Okay, tun wir weg. Warte, habe ich die jetzt fertig gebastelt? Nein. Werden wir die nehmen? Zuerst das und dann das. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. La 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 la. So eine Scheiße. Da 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 da. Ich habe dich angezündet. Oh na! Katastrophe. Katastrophe. Ja! 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 Wir haben ihn besiegt. Ja! Das könnte du Mistviech! So, Kinder, so macht man das. Ja? Ne? Oh Gott, ja. Geschafft. 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 Oh Gott, ich will das mitnehmen. Alter Schwede. Ich brauche Urlaub. Ich brauche Urlaub. Alter Schwede. Alter Schwede. Da. Alter Schwede. Okay. Ich glaube, da geht's weiter. Da gehen wir noch nicht hin. Ich möchte jetzt ungern verrecken. Aber ich möchte Sachen sammeln. Alles, was wir noch übersehen haben. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwo sterben muss. Vor allem möchte ich gerne speichern. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen, ne? Dann könnte man eigentlich theoretisch abhauen. Alter Schalter. Na. Ich werde wieder umrüsten auf Pistole derweil einmal, glaube ich.
Komm her, Schätzchen. Hier hoch dürfen wir wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Weil da oben sind ja eigentlich auch Gegner rausgekommen, ne? Ich hätte gern da oben das Dürdel gern angeschaut, aber wird nicht gehen. Na gut. Ah, du bist es. Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Jawohl. Ah, ich höre Safe Raum. Ich höre singen. Ich höre es singen. Ich höre es singen. Oh Gott, ich muss dahin. Das also hat ihn blockiert. Da, Safe Raum. Geh weg. Was haben wir da? Was ist das? Ach, Kartenfragment, ne? Wow, wir haben wieder mal eins gefunden. Ich flohe meiner Panik, ne? So. Hallo. Was haben wir denn hier? Wow, wieder mal eine Notiz, wo ich das Mausrad... Wow, diesmal geht das Mausrad... Oh, na, ach so. Warte, jetzt stecke ich fest. Wie war das jetzt? Das Mausrad hat sich gerade bewegt. Ich weiß aber nicht, warum. Nein. Jetzt kann ich das Ganze nicht fertig lesen. Warte mal. Das wollte ich gerade nicht. Achso. Das war noch kaputt. Ich dachte, ich gehe schon durch. Warte mal, das Mausrad hat sich gerade bewegt. Ich habe Hoffnung, dass wir was lesen können. Aber warum? Warte mal. Ich glaube, ich gehe zuerst speichern. Ich traue mich aber nicht durch. Warte. Langsam. So. Hier war nur das Inventar. Und dann haben wir hier... Archiv. So, warte mal. Ich konnte gerade mit dem Mausrad scrollen. Ich weiß aber nicht, warum. Hochzeitseinladung, die hatten wir schon, ne? Tagebucheintrag hier, ne? Tagebuch von Sebastian Castellanos, 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet und du, meine Liebe, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ah, die haben ein Kind zusammen? Schön. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen meinen Fasern, mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, wird es wahrscheinlich heißen. Irgendwie ging es gerade, dass das Mausrad hingehauen hat, aber ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich unabsichtlich gemacht habe. Ich drehe jetzt die ganze Zeit, es macht da nichts mehr. Das ist ja... Das ist strange. Das ist richtig komisch. Lili. Na, da geht nichts mehr. Auf jeden Fall, er hat eine Tochter. Er wird sie beschützen, bis zu, also mit all seiner Kraft. Und wenn es ihm das Leben kosten würde, das ist gut zu wissen. Jawohl, jetzt sind wir wieder da. Hallo? Hallo. Servus. So, dann laufen wir mal. Hier lang. Ach so, können wir da hinten noch das eine mitnehmen? Nein, voll. Wir haben auch keinen Schlüssel. Da ist sicher in jedem Kapitel mindestens ein Schlüssel. Und ich bin froh, dass ich 2 gefunden habe. Ja, was haben wir hier? Eine Zeitung. Was steht da? CPG Officer vermisst. CPG Officer vermisst. Suche nach vermisstem Detective läuft. Die 36-jährige Detective Myra Castellanos vom Crimson City Police Department wurde als vermisst gemeldet. Obwohl sie zum Zeitpunkt des Verschwindens im Dienst war, bestritt ein Polizeisprecher jegliche Verbindung zu einem der Fälle, in denen sie ermittelte. Ihr Ehemann und Vorgesetzter Sergeant Sebastian Castellanos verweigerte ein Kommentar. Was? Wann soll das passiert sein? Hä? Ist noch die ganze Zeit hier? Hallo?
da geht schon wieder was nicht mit rechten Dingen zu. So, die Firma dankt. Dann schauen wir, ob wir was lernen können. Lalalala. So. Einmal Gehirn auf Vordermann bringen. Und dann ist der Part eh schon wieder zu Ende. So. Wir könnten... Maximal Sprinten plus 2 wäre auch nicht schlecht. Unser Scharfschützengewehrchen. Ah, das ist schon ordentlich teuer. Mehr Damage wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, es wird, glaube ich, generell nicht schlecht, wenn alle Waffen mehr Damage machen. Crit muss vielleicht nicht sein. Jetzt haben wir noch 4000. Das geht schon nimmer. Pistölchen, glaube ich, haben wir auch nichts mehr gescheites, ne? Also Magazin, Crit eventuell. Crit plus 10, plus 10, plus 10. Da könnte man vielleicht noch den Crit nehmen. Das ist nicht so teuer. Crit plus 20. Dann könnte man vielleicht... Wie teuer ist er hier? 4000, das ist zu viel. Da hatten wir es schon. Hier irgendwas noch. Nachladegeschwindigkeit, Reichweite. Spanngeschwindigkeit. Wäre auch nicht teuer, könnte man nehmen. Versuchen wir mal das günstigere zu skillen, ne? Fitness, muss ich nochmal nachschauen, mit 2000 war glaube ich nichts mehr. Nein. Reserve. Schrotflintenmunition wäre cool. Plus 2. Scharfschütze plus 1. Qualenbolzen, geht nichts. Granate plus 1, da ist 3 eigentlich eh genug. Streichhölzer. Ich glaube, da wäre das mit den Schrotflinten gar nicht schlecht. 2 mehr zu haben, das wäre gar nicht verkehrt. So. Passt, jetzt sind wir wieder pleite. Schön. Jetzt gehe ich noch einmal schnell speichern und dann beenden wir den Part. So. Boah, ich hätte es echt nicht gedacht, dass wir das noch hinkriegen. Meine Güte. So, einmal noch. Du brauchst nicht zu schnaufen, Gnädigste. So, einmal verschreiben. Passt. So. Und dann beenden wir das Desaster für heute. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Ja, da muss er sich mal den Schweiß von der Stirn wischen, so wie ich. Da hat er vollkommen recht. Also, tschüssi!